guys. Okay, das waren jetzt eure Fragen. Werden Sie es gleich aufklären. Die erste Frage: Welche Klinik würden Sie erwarten in Bezug auf die Sensibilität, Druck, Vibration, Schmerz, Temperatur bei einer Läsion überhalb der Medulla oblongata, also Hirnstamm, und unterhalb der Medulla oblongata? Ich habe euch das auch noch so abgebildet, damit ihr das euch ein bisschen also leichter fällt. Also der blaue Stern ist jetzt demnach überhalb der Medulla oblongata und der rote Stern liegt unterhalb der Medulla oblongata. Hat da jemand schon eine Idee? Weiß da jemand die Antwort auf diese Klinik? Ihr wisst doch alles. Nicht allwissend, nicht erlauben. Was? Nicht allwissend. Nein, nicht, noch nicht. Okay. Niemand? Ist die Seite jetzt die Unterschiede? Ja, genau. Also, ihr solltet sagen, der Patient, ja, hat er jetzt zum Beispiel einen Temperaturverlust und Schmerzwahrnehmung rechts oder links, ja? Und genau dasselbe auch jetzt für die Tiefenwahrnehmung und die Oberflächensensibilität. Ich habe euch jetzt schon den Tipp gegeben, dass Temperatur und Schmerz gehen ja mit ein, also sind ja zusammen, und das andere wird wiederum auch zusammengehen, also die Oberflächensensibilität und die Tiefenwahrnehmung. Also, hat da jemand eine Idee, wird jetzt die Person überhaupt, okay, ich habe jetzt nicht angegeben, ob rechts oder links, aber gut, ich kläre es jetzt einfach auf. Ich glaube, das ist das Scheiteste. Okay, also, beginnen wir mal mit Läsion überhalb der Medulla oblongata. Die beiden Bahnen kreuzen ja innerhalb der Medulla oblongata auf die Gegenseite. Das heißt, im Endeffekt wird jetzt die kontralaterale Seite betroffen sein. Das heißt, sowohl die Temperaturwahrnehmung und Schmerzwahrnehmung als auch die Oberflächentiefensensibilität wird auf der anderen Seite betroffen sein. Sprich, ist es rechts, also wird es jetzt links sein. Ja? Genau umgekehrt, also Läsion unterhalb der Medulla oblongata, das ist wichtig, denn Temperatur und Schmerz, die sind ja schon auf die Gegenseite gekreuzt. Ja? Die kreuzen schon auf der Höhe des Segmentes. Ja? Das heißt, ich werde bei der Oberflächen- und Tiefensensibilität, die sind noch nicht gekreuzt. Das heißt, ich werde jetzt eben bei der Oberflächen-Tiefensensibilität eben auf der ipsilateralen Seite wird es betroffen sein, weil es ja unterhalb der Medulla oblongata ist. Und aber bei der Wahrnehmung von Temperatur und Schmerz ist eben die kontralaterale Seite betroffen. Ist das allen klar? Ist eigentlich eh logisch. Oder? Sagt es ja? Ja. Danke. Gut, machen wir die nächsten. Achso, das ist schon die Antwort. Na gut, doch. Also, welcher Phasentyp ist für die Innervation der Thermorezeptoren und der Nozizeptoren zuständig? Gut, ich gebe euch jetzt schon die Antworten. Also eben die C-Fasern, die langsamen, und die A-Delta-Fasern, die schnellen. Die Mechanosensoren, die sind ja eben über A-Beta innerviert. Und was ist jetzt eben wichtig beim Axonhügel? Eine hohe Dichte an spannungsabhängigen Natriumkanälen. Wo sind noch sehr viele Natriumkanäle? Genau, bei den Rangierischen Jüngern. Sehr gut. Und die Amplitude des Sensorpotenzials wird jetzt bestimmt eben durch die Stärke des Reizes. Ja? Und Aktionspotenzial, wie wird da jetzt eben die Stärke reflektiert? Frequenz. Durch die Frequenz, sehr gut. Ihr könnt es ja schon sehr gut. Wovon ist die Raum- und Längskonstante abhängig? Eben vom Membranwiderstand, sprich Myelinisierung, und Membraninnenwiderstand, sprich Durchmesser. Und jetzt beginnen wir mit der Sensormotorik. Das ist ein bisschen der schwierigere Teil, aber auch der interessantere Abschnitt. Also,
einmal Stütz- und Zielmotorik. Also, hätten wir die Stützmotorik nicht, würden wir im Endeffekt zusammensinken. Ja? Und die Stützmotorik ist jetzt eben wichtig für die Aufrechterhaltung der Stellung des Körpers im Raum. Und hätten wir jetzt eben nicht diese korrigierende Stützmotorik, ja, wäre eben eine Zielmotorik, also diese gezielte Bewegungsabläufe gar nicht einmal möglich. Sprich, ich werde jetzt meinen Arm heben und ich halte jetzt eben diesen Presenter. Und jetzt werden diese Formen der Motorik auch unterschiedlich kontrolliert, nämlich die Stützmotorik vor allem im Hirnstamm und die Zielmotorik vor allem beim Großhirn, aber auch kleinen und Basalganglien. Und die arbeiten jetzt aber eben eng zusammen. So, jetzt überlegen wir uns, also am Anfang einer willkürlichen Bewegung, ja, werden wir als erstes mal eine innere Motivation haben. Und diese innere Motivation, die entsteht jetzt im limbischen System. Das limbische System ist sehr wichtig, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, immer für das Gedächtnis, ihr lernt es ja auch jetzt noch für diesen Papezkreis und dann auch für Emotionen und auch für das Sexualverhalten, für ganz viele Sachen ist es wichtig. Da ist zum Beispiel der Hippocampus, die Amygdala, ja, der Gyrus cinguli und weitere Strukturen. Und dieses System wird jetzt eben diese Motivation, also diesen Wunsch, ich habe Durst, ich habe jetzt gerade wirklich auch Durst, ja, leitet jetzt weiter, wird jetzt weitergeleitet an den Kortex, zum Beispiel an den präfrontalen Kortex, ja, der wichtig ist eben unter anderem für die für Handlungsstrategien. Also wenn ich jetzt eben eine Handlung planen möchte und überhaupt auf die Idee komme, ich habe jetzt da mein Red Bull, ich mache jetzt eine gute Werbung für Red Bull, ja, und ich habe Durst, und überhaupt auf die Idee zu kommen, dass ich da jetzt hingehe und da was trinke, das macht auch der präfrontale Kortex, ja. Und jetzt wird der präfrontale Kortex oder der Kortex halt diese Handlungsstrategie, also hinzugehen und so und die Flasche zu öffnen und da was zu trinken, an die motorischen Sekundärfelder das melden, also weiterleiten. Und die werden jetzt eben einen genauen Bewegungsplan erstellen. Und dafür müssen sie eben auch aus schon abgespeicherten Programmen eins auswählen. Ja? Und da wird jetzt eben festgelegt, welche Muskeln muss ich jetzt aktivieren, wie viel Kraft muss ich anwenden und diese ganzen Sachen. Also es wird dann schon konkreter, diese Bewegungsplan. Und jetzt wird nicht direkt von den motorischen Sekundärfeldern an den Motokortex weitergeleitet, sondern es wird noch bearbeitet von Kleinhirn und von den Basalganglien. Ja? Denn die sind jetzt wichtig für diese Feinmodulierung, dieses Bewegungsplan. Und das bedeutet, dass damit ich jetzt genau auf die Situation richtig, also meine Bewegung abgestimmt ist auf die Situation, sind jetzt eben wichtig das Kleine und die Basalganglien. Stellen wir uns vor, plötzlich ist eben da der Boden schief oder so, dass ich das richtig nehme und so. Das sind zum Beispiel eben diese Feinmodulierung und natürlich ist das noch viel komplexer. Und jetzt wird was geschehen, es wird jetzt an den Thalamus weitergeleitet und der Thalamus wiederum, der leitet mir das an den Motokortex weiter und der ist jetzt eben wichtig für die Ausführung. Sprich jetzt, er wird jetzt weiterleiten an das Rückenmark und die jeweiligen Muskeln innervieren und es wird zu Kontraktionen kommen und der Motokortex leitet jetzt aber nicht nur eben zum Rückenmark, sondern leitet ebenfalls auch eine efferente Kopie, ja, der Befehle an das Kleinhirn. Das wird dann später wichtig sein. Das ist jetzt eben schematisch dargestellt. Also ihr habt eben diesen Handlungsantrieb, diese Handlungsstrategie, diese Programmierung und diese Durchführung und da eben diese Kopie. Und jede Struktur erhält eben Rückmeldung aus der Peripherie. Und das ist auch, finde ich, recht interessant, eben im EEG könnt ihr eben die Aktivitäten feststellen und da seht ihr eben zuerst einmal eine diffuse Aktivität über den Kortex, das wäre jetzt der Handlungsantrieb, danach sind eben die sekundärmotorischen Areale zum Beispiel aktiv und erst später dann der Motokortex.
So, jetzt schauen wir uns genau den Motokortex an. Also, wir hatten ja vorhin hier den primären somatosensorischen Kortex und jetzt davor, eben im Gyrus präzentralis, ist jetzt eben der primäre motorische Kortex. Und der besteht aber auch aus dem supplementärmotorischen Kortex und aus dem prämotorischen Kortex. Schauen wir uns ja gleich an. Aber auf jeden Fall die Afferenzen eben vom Thalamus, aber eben auch aus dem limbischen System, wie wir gerade vorhin noch gesehen haben, präfrontaler Kortex und eben der Parietallappen, also der somatosensorische Kortex, da erhält er eben seine Afferenzen. Also die Wörter sind sehr wichtig, dass ihr die halt könnt, wenn ihr die noch nicht gelernt habt zuvor, Afferenz und Efferenz. Und die Efferenzen sind eben jetzt, da ist eine Abbildung, das zeigt euch eben runter zum Rückenmark, aber auch die Basalganglien sind betroffen und also er projiziert auch zu den Basalganglien und auch zum Kleinhirn und andere Cortex-Areale. Und schauen wir uns mal diese Einteilung an. Also wir haben eben diesen primären motorischen Kortex und der ist sehr wichtig für die Willkürmotorik. Und wo? Area 4, das ist nicht so wichtig, und der ist jetzt eben somatotopisch organisiert und da gibt es eben diesen Homunculus. Das kommt immer wieder vor und der ist verzerrt, denn gewisse Areale, wie zum Beispiel der Mund oder die Hände, die sind überproportional abgebildet. Sekundärmotorischer Kortex, da haben wir jetzt im Fall gesehen, da eben den supplementärmotorischen Kortex und den prämotorischen Kortex. Und die sind jetzt eben wichtig, also für die Initiierung ist besonders der supplementärmotorische Kortex zuständig, auch für die bimanuelle Koordination und für die Erstellung dieses Bewegungsprogramms, was ihr vorhin da gesehen habt. Da ist jetzt auch besonders wichtig eben der prämotorische Kortex. Und und zum Beispiel, das habt ihr auch bei einer Folie von euren Vorlesungen, wenn ihr zum Beispiel nur an eine Bewegung denkt, dann ist nur das supplementärmotorische Kortex aktiviert. Und die arbeiten jetzt eben eng mit dem Basalganglion und mit dem Kleinhirn zusammen und das bringt uns jetzt eben schon zu dem Basalganglion. Ja? Das ist meine Darstellung, wo findet ihr die und wie sind sie jetzt mal aufgebaut? Also wir haben hier den Nucleus caudatus und hier eben das Putamen. Und beide zusammen bilden eben das Striatum und auch das sogenannte Eingangstor. Und hier seht ihr eben den Globus pallidus, also Externus und Internus. Und die Putamen und der Globus pallidus heißen noch zusammen Nucleus lentiformis. Jetzt haben wir eben hier den Thalamus, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Hier sind halt die Ventrikel. Und hier unten ist eben der Subthalamus und die Substantia nigra. Und Subthalamicus, Entschuldigung. Und das sind jetzt die Komponenten eben von den Basalganglien und schauen uns dann ihre Funktion an. Das solltet ihr jetzt mal verstehen, damit ihr dann den Rest auch versteht. Also der Thalamus, haben wir vorhin gesehen, aktiviert jetzt ganz normal eben den Motokortex. Ja? Das heißt, die Bewegung wird jetzt erleichtert. Und der Globus pallidus, den habt ihr hier, der wird jetzt eben den Thalamus hemmen, sprich der Motokortex kann weniger leicht eine Bewegung ausführen. Das Striatum, das beeinflusst jetzt eben über den direkten Weg, den ihr hier dargestellt seht, über den indirekten Weg die Aktivität des Globus pallidus internus. Über den direkten Weg, und da habe ich eben ist auf den Folien letztes Jahr falsch gemacht, bewirkt eben eine Hemmung, der direkte Weg und der indirekte Weg eine Aktivierung. Das schauen wir uns jetzt gleich an, weil das ist sehr wichtig. Das kommt dann viel vor im Block 4. Wenn ihr das jetzt schon könnt, ist das sehr gut. Nucleus subthalamicus, der aktiviert mir jetzt, das seht ihr hier eben, aktiviert mir den Globus pallidus internus und er aktiviert mir auch die Substantia nigra pars reticulata. Und im Blau dargestellt sind sie hemmend, das ist zum Beispiel über GABA und erregend über Glutamat.
Okay, also wir haben diesen direkten Weg, der jetzt eben motorisch fördernd sein wird. Und das, seht ihr noch ganz normal hier dargestellt, der wird jetzt gehemmt, der Globus pallidus internus. Und das geschieht eben über GABA, also das Triatrium wird jetzt GABA ausschütten. Und auch eben Substanz P und Dynorphin, aber das müsst ihr noch nicht wissen. Und indirekter Weg wird jetzt Motorik hemmend sein. Warum? Weil ich jetzt eben das Triatrium eben bewirkt, die Hemmung des Globus pallidus externus, wichtig, externus, ja. Und der würde normalerweise eine Hemmung des Nucleus subthalamicus bewirken. Aber diese Hemmung ist jetzt nicht mehr da, das heißt, der Nucleus subthalamicus aktiviert mir jetzt den Globus pallidus internus und der hemmt mir jetzt den Thalamus. Das heißt, Motorik hemmend. Und die Substanz nigra, die ist jetzt im Endeffekt wesentlich dann für Parkinson. Sie schüttet jetzt Dopamin aus, ja, und Dopamin wird jetzt binden an das Triatrium. Und wird jetzt eben motorfördernd wirken, denn es erregt mir eben den direkten Weg über D1-Rezeptoren, die übrigens, wenn ich mich nicht irre, GS gekoppelt sind, Dopamin-1-Rezeptoren 5. Wie geht GS? Ja, genau, also zyklisches AMP, also Adenylatzyklase wird aktiviert, zyklisches AMP selbst. Und Dopamin-2-Rezeptoren ist eben Substanz nigra schüttet eben Dopamin aus und jetzt wird eben der indirekte Weg gehemmt. Also insgesamt eben Motorik fördernd. Wurde das jetzt verstanden? Ja? Also man muss sich halt diese Sachen, wenn ihr euch einmal 5 Minuten nehmt, oder vielleicht ein bisschen länger, ja, also einmal durchdenken und das ist eben so schön mit den Farben. Und dann werdet ihr das verstehen. Also, wenn ihr das könnt, diesen Teil hier, ja, dann ist das im Endeffekt selbsterklärend. Also, falls ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr sie natürlich dann noch stellen, wenn ihr sie nicht jetzt stellen wollt. Ich habe auch nachher noch Zeit. Okay, und jetzt werden eben die Basalganglien wichtig sein, also haben viele Funktionen, unter anderem für die Psychomotorik, weil sie wichtig sind, interagieren eben im limbischen System, also LS soll limbisches System heißen, BG, Basalganglien, und da wird jetzt eben auch die Gestik und die Mimik, das ist ja eben auch sehr emotional, die Gestik und die Mimik. Und Initiierung von Bewegungen, also Globus pallidus internus, wenn er jetzt aktiv ist, wird eben die Bewegung eher schwer sein. Und wenn er nicht aktiv ist, eben wenn der direkte Weg aktiv ist und der indirekte Weg weniger aktiv ist, wird die Bewegung erleichtert. Und Steuerung, Ausmaß, Kraft, Geschwindigkeit und Bewegungen eben. Also das ist alles halt wichtig, weil im Endeffekt kommt das jetzt dann eben bei der Pathologie vor. Und wir wollen ja Ärzte werden, das heißt wir wollen ein bisschen Kliniker. Und Störungen der Basalganglien. Ist jetzt eben eine hypokinetische Bewegungsstörung, da ist jetzt zum Beispiel der Parkinson, das heißt Bewegungsarmut, ja, weniger Bewegung, hypokinetisch, verlangsamt auch. Und hyperkinetisch ist eben genau das Gegenteil, das ist zum Beispiel bei Chorea Huntington oder auch beim Ballismus. Ballismus ist eben, wenn so plötzlich einsetzende, schleudernde, wurfartige Bewegungen. Und das geschieht eben durch Schädigung des Nucleus subthalamicus. Jetzt habe ich da euch eben das gegenübergestellt, Parkinson und Chorea Huntington. Also, der Ursache von Parkinson ist im Endeffekt ein Dopaminmangel. Von wo wird Dopamin gebildet? Substantia nigra, genau. Jetzt mache ich weiter. Okay, also, das heißt, wenn jetzt eben Substantia nigra im Endeffekt weniger Dopamin bildet, wird also der indirekte Weg, den ihr hier gesehen habt, ja, dieser Weg, wird jetzt vermehrt aktiv sein. Das heißt, es kommt eben zu Bewegungsarmut.
Und dann spricht man auch von so einer Trias, eben mit diesem Rigor, also Muskelsteifigkeit, Steifheit, Ruhetremor, also dieses Zittern und diese Akinese, also diese Verlangsamung der Bewegung. Und die Muskelsteifheit kommt vor allem zustande durch Hyperaktivität des Nucleus Subthalamicus. Und Therapie, da haben wir jetzt auch schon viel gesehen, ja, auch im vegetativen Nervensystem, nämlich zum Beispiel das Levodopa, das haben wir nur kurz gesehen, das ist eben die Vorstufe von Dopamin. Denn Dopamin, wenn wir das jetzt einem Patienten geben würden, würde das nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Das heißt, die müssen die Vorstufe geben, nämlich eben Levodopa, also das Dopa. Und das seht ihr hier nochmal dargestellt. Ja? Und wenn ihr das auch noch genauer wissen wollt, kann ich euch das noch alles gerne nachher erklären. Upsi. Jetzt Chorea Huntington. Was ist die Etiologie? Das ist eben eine genetische Erkrankung und die ist autosomal dominant und es kommt eben zur Degeneration des Striatums, nämlich dieser motorik hemmenden Teil, also Abschnitt. Ja? Das heißt, dieser Abschnitt wird eben hyperaktiv sein. Also kommt es jetzt eben zu einem Bewegungsüberschuss, weil der direkte Weg vermehrt aktiv sein wird. Und was sind eben die Symptome? Diese unkoordinierte, ungewollte Bewegungen und Hypoton, weil der Nucleus Subthalamicus weniger aktiv ist und es hat natürlich noch viel mehr andere Symptome. Jetzt kommen wir schon zum Kleinhirn. Also, allgemein einmal das Kleinhirn. Man teilt es eben in einen Mark, also es gibt einen Markanteil, in dem eben diese Kerne eingelagert sind, vier Kerne, nämlich den Nucleus dentatus, der Nucleus fastigi und Nucleus interpositus, den teilt man dann auch in zwei, das ist der Nucleus ebulliformis und Nucleus globosus. Und, also, ja, doch Nucleus globosus, aber das ist so unnötig, das, gut, und dann die Rinde. Man gliedert jetzt eben das Kleinhirn in drei funktionelle Kompartimente, auf die wir jetzt eingehen werden, nämlich das Vestibulocerebellum, das Spinocerebellum und das Pontocerebellum, das wird auch Cerebrocerebellum genannt. Und diese Informationen, also diese afferenten und efferenten Bahnen, die werden jetzt eben über die sogenannten Pedunculi cerebellaris, nämlich die Kleinhirnstiele gelangen. Und das ist jetzt eben Verbindung zum Hirnstamm, Rückenmark und Cortex. Das seht ihr da abgebildet. Also, was haben wir hier? Das ist nur kurz ein Überblick, damit ihr das wisst, weil es kann sein, dass irgendwann mal jemand fragt, und was für Zellen gibt es da? Und da sagt sie eben auch die Moosfasern und die Kletterfasern, das sind nämlich die Afferenten und die leiten jetzt das eben die Informationen zu der kleinen Rinde und zu den kleinen Kernen. Und die kleine Rinde wird jetzt eben, das sind die einzigen efferenten Zellen, nämlich die Purkinjischen Zellen. Und die Rinde verarbeitet mir jetzt das und wird jetzt eben die kleinen zu den kleinen Kernen projizieren und danach kann eben zum Hirnstamm und zum Thalamus und zum Cortex. Also der kann jetzt eben projiziert werden zum Thalamus, zum Cortex. Und jetzt ist eben wichtig, dass die unterschiedlichen Verbindungen der extrazerebellaren Areale jetzt eben die Funktion bestimmen werden der drei Kompartimente, nämlich das Spinocerebellum. Das machen wir jetzt mal kurz. Also wir haben hier Vermis, also den Kleinhirnwurm und die paradermale Zone, sind violett dargestellt. Und jetzt wird die Funktion von dem Spinocerebellum sein, nämlich einerseits über diese afferente und diese efferente Kopie, die hier dargestellt sind, kann jetzt das Spinocerebellum, das ist extrem wichtig, ja, die Fehler korrigieren. Ja? Und wenn es jetzt nämlich zu einer, also und es ist natürlich auch wichtig für die Gang- und Standmotorik, wenn es nämlich zu einer Läsion kommt, ja, zum Beispiel durch einen Insult oder so, dann kann es eben zu einer Ataxie kommen. Also was heißt Ataxie? Bewegungsstörung, genau, und in dem Fall wird es eben eine Gangstörung sein. Ja?
Und Dysmetrie, das heißt, es sind so, im Endeffekt wird ein Ziel verfehlt. Ja? Das sind so überschießende Bewegungen. Intentionstremor, das heißt Zittern. Und das Zittern wird stärker, je näher ich mich an das Ziel annähere. Und die Dysdiadokokinese, das ist eben dieser schnelle Wechsel auch vom Antagonisten und vom Agonisten. Das könnt ihr jetzt so überprüfen. Oder auch eben dieses Glühbirnendrehen. Das lernt ihr dann alles bei dem Neurostatus. Und Dysartrie, das ist jetzt eben auch eine Störung des Sprechens. Man sagt, dass das Kleinhirn dann eben so eine, bei der kleinen Vision eine skandierende Sprache, also so eine verwaschene Sprache entsteht. Ja, das nennt man eben Dysartrie. Dann haben wir das Ponto und das Cerebrocerebellum. Und das sind jetzt eben die beiden Hemisphären in blau dargestellt. Und wozu kommt es jetzt? Also die Funktion ist jetzt eben die Erstellung und die Modulation von Bewegungsprogrammen, was wir so vorhin da abgebildet gesehen haben. Dieser Part im Endeffekt, das ist vor allem das Pontocerebellum. Und was wird jetzt passieren bei der Läsion? Es kommt zu einer Koordinationsstörung und zu einer Asynergie, das heißt eben, die Muskeln arbeiten weniger gut zusammen. Und beim Vestibulocerebellum, das ist jetzt eben der Floculus und der Nodulus, es besteht aus diesen beiden Bereichen und ist eben wichtig für das Gleichgewicht, für die Oculomotorik und bei einer Läsion kommt es dann jetzt eben zu Gleichgewichtsstörungen und zu Nystagmus. Also dieses Zucken mit den Pupillen. Aber das schaut sich dann vielleicht ein Video an, falls ihr das sehen wollt. So, jetzt kurz zur Wiederholung. Ihr hattet zwar jetzt schon super Anatomie, aber wie gesagt, Anatomie kommt eigentlich leider erst wirklich im zweiten Jahr. Also ihr habt halt da ein normales Rückenmark dargestellt, das werdet ihr schon wissen. Und das geht eben durch das Wirbelloch. Und man spricht auch vom Wirbelkanal und vom Canalis spinalis. Und es erstreckt sich eben vom Foramen magnum, also von hier oben bis runter eben zum Lendenwirbel 1 oder 2 etwa. Und dann spricht man vom Conus medullaris, der Schluss vom Rückenmark heißt eben Conus medullaris und Cauda equina. Und dann gibt es eben so Syndrome. Jetzt zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall kommt, da kann es zum Cauda equina Syndrom kommen oder Conus medullaris, nämlich zu einer spezifischen Klinik. Und Rückenmarksegment ist jetzt eben der Bereich, wo es eben einen spinalen Nerv auf beiden Seiten auftritt, das wird es eh schon super gut können, und graue Substanz, da ist das Bild verschwunden, okay? Graue Substanz und weiße Substanz beim normalen, das ist leider nicht mehr da, beim Rückenmark, das wisst ihr wahrscheinlich eh. Bei der grauen Substanz haben wir eben das Vorderhorn. Was für Zellen sitzen im Vorderhorn? Motorische, genau, ja. Und die weiße Substanz ist eben für die Nervenbahn. Jetzt machen wir kurz die Motoneurone. Also, ist eben efferent und wir unterscheiden ein unteres Motoneuron und ein oberes Motoneuron. Als erstes mal das untere Motoneuron. Also die Aufgabe ist eben die Innervation der Muskelfaser über Acetylcholin. Welche Rezeptoren werden das jetzt sein? Nikotinerge Acetylcholin-Rezeptoren. Also ihr seid wirklich toll, der ihr drei Burschen. Gut. Die Zellkörper, das haben wir gerade vorher gesagt, im Rückenmark und aber auch im Hirnstamm. Das wird jetzt eben wichtig sein für die Hirnstammnerven. Und zwei Typen von Nervenfasern, nämlich die Alpha-Fasern und die Gamma-Fasern. Die Gamma-Fasern sind jetzt eben wichtig für die Muskelspindeln. Also eine motorische Einheit, was ist das jetzt? Das ist eben ein Motoneuron und die von ihm innervierten Muskelfasern. Und das, diese Definition, die müsst ihr wirklich können. Ja, das ist sehr wichtig. Und dann habt ihr eben die Feinmotorik und die Grobmotorik, das lässt sich auch sehr gut dadurch erklären. Eben wenig Muskelfasern pro Motoneuron wären Feinmotorik.
und Grobmotorik wie eine Muskelfaser pro Motorneuron. Und jetzt, wie kann ich das regulieren? Dass in schwarz also das Dicke da über die Anzahl der aktivierten motorischen Einheiten, kann ich die Muskelkraft regulieren? Das ist auch eine Seminarfrage, also eine Antwortmöglichkeit und über die Feuerungsrate. Jetzt schauen wir uns eben das obere Motorneuron an. Das ist jetzt schon ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger. Also die Ursprünge können jetzt eben einerseits im Motorkortex sein, wie wir es vorhin angeschaut haben. Und die formen jetzt die sogenannte Pyramidenbahn, die wir jetzt dann gleich durchgehen werden. Und die Pyramidenbahn wird jetzt eben im Endeffekt, dass ich jetzt das hier, dieses Red Bull nehme und jetzt mal was draus trinke. Das ist jetzt eine bewusste Bewegung halt. Ja? Dafür ist jetzt die Pyramidenbahn auch zuständig. Und jetzt sitzen aber die Zellkörper auch in anderen Regionen, eben zum Beispiel im Basalganglien, kleinen Hirnstamm, seht ihr hier. Und man spricht dann von extrapyramidalen Bahnen. Und die schauen wir uns auch an. Die ist komplex, müsst ihr nicht genauso können. Aber so die Funktion solltet ihr auf jeden Fall wissen. Und das ist jetzt immer eine unbewusste, automatische, also es sind für die unbewussten und für die automatischen Bewegungen, die eben zur Routine werden. Zum Beispiel eben das Gehen, das Laufen und das Radfahren. Man sagt ja auch, Radfahren verlernt man nie. Schauen wir uns mal die Pyramidenbahn jetzt an. Also ihr habt hier eben den Motorkortex. Und da werden jetzt eben die Axone nach unten gelangen und sie durchqueren die Kapsula intern. Das ist hier dieser Bereich, den nennt man so. Und jetzt gibt es eben die Fibre corticonuclearis, also die motorischen Hirnnerven, und die Motoneurone im Vorderhorn, das sind dann die Fibre corticospinalis, also die zum Vorderhorn gelangen, die Fibre corticospinalis. Und die Fibrae corticonuclearis sind jetzt eben wichtig für die Hirnnerven. Die werden jetzt eben an unterschiedlichen Stellen den Hirnstamm verlassen. Und darauf gehe ich jetzt nämlich noch ein bisschen genauer ein. Das ist auch eine kurze Frage, weil das ist sehr interessant beim Nervus facialis. Also ihr habt diese 10 Hirnnerven und halt ein paar von denen sind motorisch auch innerviert. Und manche sind jetzt eben bilateral innerviert, also von sowohl von der Seite als auch von der Seite, und andere wiederum sind nur von der kontralateralen Seite und andere wiederum nur von der ipsilateralen Seite, also von derselben Seite. Und jetzt schauen wir uns beim Facialis das, vielleicht doch später. Machen wir zuerst doch noch das Fibrae corticospinalis. Also, das waren jetzt die Hirnnerven. Und dann gelangt jetzt eben, wenn die abgegeben worden sind, dann gelangen die restlichen Fibrae corticospinalis auf die Gegenseite. Also auch hier Kreuzung, ja. Und etwa 70-90% kreuzen. Erstmal eben in der Decussatio pyramidum, das ist auch bei der Medulla oblongata. Und jetzt bilden sie dann den sogenannten, die kreuzen quasi den Tractus corticospinalis, lateralis, weil es eben lateral hier die Bahn verläuft, und die ungekreuzten, die anterioren Bahn. Und die kreuzen jetzt aber dann auch die meisten zur Gegenseite, sodass im Endeffekt 95% auf die Gegenseite gekreuzt sind. Und jetzt ist interessant, also diese Motoneurone werden jetzt eben nicht direkt diese unteren Motoneurone innervieren, sondern das ist über gelingt über Interneurone, das heißt polysynaptisch, und außer eben bei dem Präzisionsgriff, den wir erst später lernen, wenn wir älter werden, also eben ab einem Jahr etwa, und das ist eben sehr wichtig für die Feinmotorik. Und da ist jetzt eben das monosynaptisch, also ein oberes Motoneuron innerviert direkt das untere Motoneuron. Okay, jetzt bei der Facialisparese, da haben wir jetzt eben einen zentralen Anteil und einen peripheren und eine zentrale Facialisparese. Der Facialis ist wichtig, also das siebte Hirnnerv, für die mimische Muskulatur, also die ganze Gesichtsmuskulatur. Und das ist eigentlich sehr logisch.
Also, die Stirnmuskulatur und die Augen, das werdet ihr recht häufig sehen, sowas, ja? Die Stirnmuskulatur und die Augen, also Augenmuskulatur, die wird jetzt bilateral innerviert. Also dieses obere Motoneuron geht sowohl von der rechten Seite als auch von der linken Seite zu einem des peripheren Nerven. Und dafür unter dem Augenlid, also diese ganze Muskulatur, wenn ich jetzt eben sage, du, wie auch immer, Herr Huber oder so, bitte zeigen Sie mir die Szene, dann würde jetzt sowohl bei der peripheren als auch bei der zentralen Facialisparese es nur auf einer Seite möglich sein. In dem Fall ist im Endeffekt, also jetzt bitte ich euch sozusagen zu sagen, welches A oder B eben zentral oder peripher ist, wenn ihr euch überlegt, ihr sagt es dem Patienten, runzeln Sie die Stirn, machen Sie die Augen zu und zeigen Sie mir die Zähne. Man macht das natürlich nicht gleichzeitig normalerweise, sondern nacheinander. Und jetzt wird eben ein Patient im Endeffekt auf der ganzen einen Seite, wird es nicht möglich sein. Und der andere kann aber die Stirn runzeln und die Augen schließen, aber hier wiederum kann er nicht die Zähne, also hier kann er nicht die Zähne zeigen. Und was ich jetzt vergessen habe, die restliche, also diese Muskulatur hier unten, die wird kontralateral innerviert. Das heißt, welche Seite wird betroffen, also diese Seite ist betroffen, sprich, das ist die linke Seite, also wird rechts eine Läsion sein. Und ich will jetzt wissen, ob die Läsion zentral oder peripher bei A oder B ist. Wisst ihr das? War das jetzt zu schwer? Okay, gut. Es war ein Versuch zumindest. B ist zentral, oder? B ist zentral, sehr gut, bravo. Ja. Und A ist eben peripher. Warum? Weil eben oben bei der Stirn wird es auch von anderen Nerven übernommen. Also bilateral. Gut. So, das ist eben eine Zusammenfassung. Das ist für euch später, wenn ihr irgendwas nachschlagen wollt und so. Weil am Anfang ist es ja oft schwer, die richtigen Unterlagen zu finden. Und dasselbe habe ich dann auch für die extrapyramidale Bahn gemacht. Also, die Ursprünge sind eben im Hirnstamm und in den Basalganglien. Wichtig ist zum Beispiel der Nucleus Ruber und der Nucleus Vesticularis. Und jetzt haben wir schon gesagt, wichtig eben für die für Gehen, Laufen, Radfahren, aber eben auch, um die Zielmotorik zu ermöglichen. Und das seht ihr hier abgebildet. Was ihr, glaube ich, können solltet, ist einfach zu wissen, da gibt es eine Seminarfrage, soweit ich mich richtig erinnere, eben welche sind extrapyramidale, da müsst ihr jetzt sagen, Tractus reticulus spinalis und Tractus pectus spinalis oder wie auch immer. Und die anderen Antwortmöglichkeiten sind, glaube ich, eher recht logisch, dass es nicht der Fall ist. Das ist eben, wie gesagt, das müsst ihr nicht können, so genau, das kann auch nicht ich, ja. Das ist nur da, damit ihr, wenn ihr irgendwann einmal was nachschlagen wollt, habe ich das eben reingebracht. Jetzt wisst ihr schon, wo ihr diese Information findet. Okay, jetzt ist wieder was Schweres. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn es zu schwer ist, soll ich es lassen? Nein? Nicht? Was? Soll ich es? Was? Naja, im Endeffekt ist es, wenn ihr die Pyramidenbahn wirklich verstanden habt, dann solltet ihr das lösen können. Okay, ich helfe euch jetzt, ich mache das jetzt nicht so. Das soll jetzt nur ein Bild jetzt eben mit, wo verschiedene Läsionen sind. Ja? Und diese Läsionen, ich habe jetzt gemacht 1, also im Motokortex, 2 in der Capsula interna, von der ich vorhin geredet habe. Dann 6 und 7 repräsentiert das Rückenmark und 8 der periphere Nerv. Jetzt will ich sozusagen, dass ihr mir das zuordnet. Das ist aber wirklich nicht leicht. Paresiplegie, das bedeutet eine Lähmung. Parese ist eine inkomplette Lähmung und eine Plegie ist eine komplette, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Was ihr auf jeden Fall aber können solltet, ist zu verstehen, welches dieser jetzt ipsilateral sein wird und welche kontralateral sein wird. Beginnen wir mal mit der ipsilateralen.
wo wird wohl die Ipsilaterale sein? Also Ipsilateral bedeutet, da wo die Läsion ist, ist dann im Endeffekt auch die Symptomatik auf derselben Seite. Das heißt, rechte Seite ist eine Läsion und rechte Seite ist die Symptomatik. Also, werde ich jetzt eben Ipsilateral haben, eher vor der Kreuzung oder nach der Kreuzung? Vor der Kreuzung, ja, vor der Kreuzung, genau. Das heißt, was kann es sein? Genau, 6, 7, 8, ne, schaut, jetzt ist eh schon gelöst, ja. Und das heißt, das andere, das Kontralaterale ist nach der Kreuzung, also 1 oder 2. Und dann können Sie eben noch sagen, dass eben die Spastik ist eben auch, also die Spastik kommt im Endeffekt dadurch zustande, dass die extrapyramidale Bahn betroffen ist. Und es ist auch logisch, dass wenn der periphere Nerv betroffen ist, dass es eben zu einer Parese kommt, zu einer schlaffen Parese. Weil ja im Endeffekt der Nerv ja dann für die Innervation der Muskulatur zuständig ist. Aber wissen auf jeden Fall, dass das Verstehen mit kontralateral, ipsilateral, das solltet ihr schon können. Und jetzt kommen wir zu den einfachen Sachen wieder. Also, die Reflexe. Also Reflexe sind etwas automatische unbewusste Reaktion auf einen Reiz. Und wir haben eben einen afferenten Anteil, den wir jetzt gleich machen werden, das Reflexzentrum, was jetzt eben polysynaptisch sein kann, das heißt, es sind mehr als zwei Neurone zuständig und das monosynaptische, der monosynaptische Reflexbogen. Also nur zwei Neurone und eine zentrale Synapse. Das haben wir zum Beispiel beim Präzisionsgriff. Und dann gibt es eben den efferenten Anteil und dann sagen wir, gibt es noch den Eigenreflex und den Fremdreflex. Eigenreflex ist eben, wenn es der Sensor, also dieser afferente Anteil und der efferente Anteil im selben Organ sitzt und der Fremdreflex ist, wenn in beiden unterschiedlichen Organen sitzen und dann muss es einfach polysynaptisch sein. Okay, Tiefensensibilität. Wir haben schon gesagt, das heißt auch Propriozeption, dieses Wort solltet ihr können und es ist jetzt wichtig für die Wahrnehmung der Position der Gelenke, der Muskeln. Diese ganzen Informationen müssen ja an das Gehirn gelangen, damit wir eben uns richtig bewegen können und uns selbst wahrnehmen. Und jetzt haben wir eben den Stellungssinn, den Bewegungssinn und den Kraftsinn. Und jetzt sind die Rezeptoren eben Muskelspindel und Golgi-Sinnenorgan. Das werden wir jetzt durchmachen. Muskelspindel ist im Endeffekt, es reagiert auf die Muskeldehnung. Mit was? Mit einer Kontraktion. Und der Golgi-Sinnenorgan will jetzt reagieren auf die Muskelkontraktion und führt zu einer Muskeldehnung. Das heißt genau das Gegenteil. Okay, Muskelspindel. Normalerweise sprechen wir ja immer von einer normalen Arbeitsmuskulatur, also die extrafusalen Muskelfasern. Und dann gibt es eben noch die intrafusalen Muskelfasern. Das sind, die sind eben parallel, dünner und lagern sich an. Und sind dann umgeben von einer bindegewebigen Kapsel und dann nennt man das Muskelspindel. Und jetzt haben wir eben so Rezeptoren, die sind in der Mitte. In der Mitte sind weniger Myofibrillen. Und die Dehnungs-, also diese Sensoren werden jetzt die Dehnung, also die Längenänderung des Muskels registrieren. Und es gibt sogenannte Kernkettenfasern und Kernsackfasern. Die Kernkettenfasern sind so eben kleiner und die Kernsackfasern sind die größeren und dickeren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder hier in dem Raum das später vergessen haben wird. Dieses, aber ihr müsst es lernen. Also dieses Kernkettenfaser und Kernsackfaser. Und was wichtig ist eben, dass diese innerviert werden, dass diese afferente Innervation über 1A-Fasern vor allem ist. Ja? Also diese zwei Fasern ist es nicht so wichtig. Und die werden mir also jetzt die Dehnung registrieren, also die Längenänderung des Muskels. Und die Enden, da wo mehr Myofibrillen sind, werden jetzt auch innerviert, nämlich über die A-Gamma-Motoneuronen. Und führen eben zu einer Kontraktion des Muskelspindels. Schauen wir uns den phasischen Dehnungsreflex an. Also
es kommt zu einer, eben einer plötzlichen Längenänderung. Und die wird jetzt wie registriert? Über die 1a-Faser. Und, was, und dann gelangt es eben zum ZNS, also zum Rückenmark. Und dort wird jetzt eben monosynaptisch das Alpha-Motoneuron aktiviert. Und es kommt zu einer Kontraktion des Muskels. Okay, das ist der phasische Dehnungsreflex. Und jetzt können wir da noch sehen, das sind eben PD-Sensoren, das heißt, sie nehmen das jetzt eben wahr, das sind proportional Differentialsensoren. Und beim tonischen Dehnungsreflex haben wir eben eine Reaktion auf eine langsame Dehnung, denn eben, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht diesen, also diesen tonischen Dehnungsreflex haben, dann hätten wir jetzt in normaler Ruhe keinen Tonus, aber das brauchen wir natürlich. Der Muskel hat auch in Ruhe einen gewissen Tonus und dafür verantwortlich ist eben der tonische Dehnungsreflex. Und der jetzt, genau dasselbe, 1a-Faser, dann aktivieren wir wieder das Alpha-Motoneuron. Und jetzt ist es ein bisschen komplexer. Also, Efferenz-Gamma-Motoneuron, diese Gamma-Motoneurone werden koaktiviert, also es wird jetzt nicht nur das Alpha-Motoneuron aktiviert von den supraspinalen Zentren, sondern auch das Gamma-Motoneuron. Und das ist extrem wichtig, denn wäre das nicht der Fall, würden jetzt eben die 1a-Faser nicht mehr feuern können, weil das eben jetzt dieser zentrale Anteil kürzer wird und es könnte jetzt eben diese Dehnung, die Längenänderung nicht mehr registriert werden während der Kontraktion. Und das wollen wir nicht. Deshalb kontrahieren wir jetzt eben über die Gamma-Koaktivierung auch diese Enden der Muskelspindel. Okay. Das ist jetzt schon einmal eine Frage. Also vier Fragen sind richtig. Jetzt wendet ihr gleich ein bisschen euer Wissen an. Also A, sie bestehen aus intrafusalen Fasern in einer Kapsel, die afferent und efferent innerviert sind. Das wird wahrscheinlich richtig sein, oder? Ja. Dann zu den Längensensoren. Auch können über A-Gamma-Fasern an die jeweilige Länge des Muskels angepasst werden? Richtig, genau. Sind Kraftsensoren, ist das richtig? Nein, okay. Und welche sind Kraftsensoren? Golgi-Sehnenorgan, okay. Sind an der Entstehung eben des Muskelstellungssinn beteiligt? Ja. Golgi-Sehnenorgan, also das ist eben ein Übergang zwischen Muskel und Sehne und ist jetzt wichtig, eben um die Spannung des Muskels wahrzunehmen. Also wenn jetzt hier kontrahiert, dass eben diese Spannung wahrgenommen wird. Es kommt nämlich zur Depolarisation, das ist eben so, sind Kollagenstränge und rundherum wickeln sich dann eben die Nervenendigungen und die werden dann eben aktiviert, also es depolarisiert und weitergeleitet wird es eben über 1b-Nervenfasern. Und jetzt schauen wir uns an, was die machen. Diese 1b-Fasern aktivieren, also Muskel kontrahiert, nennen wir den Muskel 1, Golgi-Sehnenorgan wird aktiviert, 1b-Fasern werden aktiviert und es werden Interneurone aktiviert und die sind jetzt, wirken hemmend auf diesen selben Muskel. Das heißt, es kommt eben zu einer Schlaffung. Und sie führen auch zu einer Kontraktion des Antagonisten. Und man spricht von inverse Dehnungsreflex, vorher hatten wir den normalen Dehnungsreflex und jetzt im Invers oder auch autogene Hemmung. Diese Begriffe solltet ihr können. Also, das Sehnenorgan ist hemmend mit dem homonymen Muskel verschaltet, ist erregend mit dem homonymen Muskel verschaltet, dient als Kraftsensor, ist nicht an der Vermittlung von bewussten Empfindungen beteiligt und schützt vor zu starker Aktivierung des Muskels. Was wird richtig sein? Es sind drei Sachen. Also genau, es ist eh klar, also ist eben hemmend und dient als Kraftsensor und schützt vor zu starker Aktivierung des Muskels. Okay, jetzt, damit ihr euch das vorstellt, warum das überhaupt was bringt, ist jetzt eben diese Folie dabei, also Muskeldehnungsreflex. Das wäre jetzt eben der monosynaptische Weg. Stell dir vor, du gibst mir irgendeine Last drauf, irgendwelche Steine, du hast plötzlich Steine hier im Hörsaal und was wird passieren? Kann ich diese Steine halten? Werde ich jetzt reflektorisch eben, kommt es eben zu einer Kontraktion meines Bizeps. Und das ist jetzt ein Schutz eben vor Überdehnung. Und ist jetzt aber die Last zu hoch, du gibst mir ganz viele Steine auf meine Hand, du bist ganz gemein, ja, und jetzt was passiert,
sie fallen runter, weil eben das Golgi-Sehnenorgan das registriert, diese Spannung, und wird es eben, es kommt jetzt eben zu einer Erschlaffung. Also es ist ein Schutz vor Überlastung. Und jetzt kommen wir zu der Reflexprüfung. Also, ein paar Wörter nochmal. Also, Eigenreflex, haben wir ja schon gesagt, ist eben im selben Organ. Fremdreflex in zwei unterschiedlichen Organen, also Sensor und Effektor. Und der Eigenreflex wird von zentral eben beeinflusst, nämlich auf hemmende Wirkung. Und der Fremdreflex hingegen bahnend, also erregend. Und jetzt gibt es eben die Pathologie, nehmen wir an, zentral bewirkt es jetzt eben eine Läsion bei dem Eigenreflex. Wäre jetzt Läsion zentral, bewirkt eine überschießende Reaktion, weil ja normal ZNS eben hemmend wirkt. Und beim Peripheren ist es eh logisch, ist es eben eine abgeschwächte, fehlende Reaktion. Beim Fremdreflex wird es immer eine abgeschwächte, fehlende Reaktion sein. Und das ist auch eventuell wichtig, halt, dass eben der Eigenreflex immer, also nach wiederholter Prüfung, immer auslösbar ist. Also die ganzen Reflexe, die ihr dann prüfen werdet beim Normstatus, die sind nicht ermüdbar. Dafür die Fremdreflexe schon. Okay, und das ist auch ganz wichtig, immer im Seitenvergleich. Im Endeffekt unterscheiden wir uns alle, wie wir unsere Reflexe, das heißt immer rechts und links vergleichen. Wenn da ein Unterschied ist, ein starker Unterschied, dann ist das schon ein Hinweis auf eine Pathologie. Und Nomenklatur, sehr lebhaft, sehr schwach ist normal. Pathologisch könnte es eben klonisch sein oder auch ganz abgeschwächt oder fehlend. Und diesen Jent-Rasse-Handgriff oder wie auch immer, den müsst ihr auch können. Also sprich, dadurch, dass es eben auch zu Verfälschungen kommen kann, eben durch nicht entspannen, kann man eben den Patienten bitten, dass die Finger ineinander verhakt werden, dass sie eben auseinander drücken sollten. Den Begriff solltet ihr halt können. Und jetzt kommen wir zu dieser Reflexprüfung, also mal die untere Extremität, Patellasehnenreflex, sitzt eben dargestellt im Sitzen oder im Liegen. Und die Nerven, soweit ich weiß, müsstet ihr jetzt nicht können. Ihr sollt aber auch nur wissen, was passiert, weil ihr macht es ja dann bei euren Kollegen. Wenn ich eben da jetzt eben hinschlage mit meinem Reflexhammer, dann kommt es zu einer Streckung im Kniegelenk. Und sie ist eben über den Nervus femoralis. Und Achillessehnenreflex ist eben die Achillessehne und es kommt eben zu einer Plantarflexion. Also hier wird es nach unten gehen. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das wurde ich jetzt gerade vorhin noch gefragt mit dem in der Pause wegen Eigenreflex und Fremdreflex. Also, ich dehne jetzt hier meine Patellasehne. Das heißt, über 1A-Faser wird das registriert und es wird jetzt eben monosynaptisch der Musculus quadriceps eben aktiviert. Es kommt zu einer Extension. Ja? Und das ist jetzt monosynaptisch, also der Dehnungsreflex. Und jetzt gleichzeitig wird aber auch über Interneurone der Antagonist gehemmt. Und das ist aber wiederum, weil ja hier ein Interneuron ist, im Endeffekt ein Fremdreflex, weil es ja auch ein anderes Organ ist, und polysynaptisch. Und das nennt man, das solltet ihr wissen, reziproke Hemmung. Der Antagonist wird auch gehemmt. Und das ist eben ein schönes Bild, das ist sehr einfach, das könnt ihr euch merken. Jetzt eben Reflexprüfung am Arm, ihr habt einen Trizeps, das wisst ihr wahrscheinlich, also Streckung, und es wird über den Radialis innerviert, und es kommt eben, wenn ich jetzt hier auf die Trizepssehne schlage, schlage mit meinem Reflexhammer, dann kommt es zu einer Streckung. Und beim Bizepssehne hier, kommt es zu einer Beugung, genau dasselbe beim Brachioradialis, wenn ich hier mit dem Reflexhammer drauf schlage. Und es kommt, ja, also das ist Radialis und Musculocutaneus, aber wie gesagt, ich glaube, die Nerven müsst ihr nicht können. Das ist nochmal hier abgebildet. Ja. Und da habt ihr auch nochmal so eine Zusammenfassung. Und jetzt machen wir noch die Fremdreflexe, aber eh nur die ersten drei.
Also den Beugereflex, den Fußsohlenreflex, das solltet ihr können und vor allem Babinski-Reflex, ganz wichtig, ja? Das sind die Pathologien. Und Bauchhautreflex schauen wir uns auch an, Kornealreflex, Kremastereflex schauen wir uns natürlich nicht an. Also es schaut sich euch auch nicht im Praktikum an. Ich glaube, da werden die Burschen nicht so glücklich. Und was passiert? Nämlich durch Bestreichen der Oberschenkelinnenseite kommt es eben zu einer Hebung des ypsilateralen Hohls, das über den Nervus genitor femoralis reguliert. Und den Analreflex macht sie auch nicht im Praktikum. Ich glaube, das ist auch Selbsterklärung und es ist eben Bestreichen der perianalen Haut und es kommt zu einer Kontraktion des Musculus sphincter ani. Schauen wir uns den Fußsohlenreflex an. Also, normal wäre jetzt eben bei Bestreichen, ihr könnt zum Beispiel mit der Rückseite eures Reflexhammers machen, eine Plantarflexion. Und wer würde da jetzt, also bei welcher Altersgruppe würde es dann nicht zu einer Plantarflexion kommen? Neugeborene, genau, weil die Pyramidenballon nicht so ausgebildet ist. Also kommt es nicht zu dieser Plantarflexion, sondern zu einem Babinski-Positiv. Das heißt, die Pathologie ist der Babinski und normalerweise sollte er negativ sein bei den Gesunden. Und Babinski-Positiv bedeutet im Endeffekt, dass die Großzehe, dass es zu einer Dorsalextension kommt. Und zusätzlich kann es auch zu einer Spreizung der restlichen Zehen kommen. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr euch das immer merkt. Ab jetzt. Ja? Gut. Beugereflex als Schutzreflex. Das ist eben, wenn jetzt der Reiz extrem stark ist, wenn ich jetzt auf eine Nadel da unten trete, werde ich nicht nur schreien, sondern ich werde hoffentlich auch meinen Fuß heben, nämlich den, auf den ich eben mit dem ich auf die Nadel getreten bin, oder auf den Nagel halt. Und was wird anders noch passieren? Es wird auch das andere Bein gestreckt. Und das geschieht eben über polysynaptische Verschaltung. Da gibt es auch eine Seminarfrage dazu. Also was wird passieren bei diesem Beugereflex? Also wie trittst du auf einen Nagel? Es wird jetzt da bei dem betroffenen Bein eben die Extensormuskulatur gehemmt und die Flexormuskulatur eben aktiviert und genau andersrum beim anderen Bein. Ah, das ist eh die Frage. Sie steigen mit dem Fuß auf einen Reißnagel, also was wird passieren? Also Sie beugen das ypsilaterale Bein, ist das richtig? Ja, genau, es ist zehnmal nicht richtig und A ist sowieso auch richtig. Der Schmerzreiz am Fuß führt zu einer monosynaptischen Erregung des ypsilateralen Beuges. Wird das richtig sein? Was? Entschuldigung, ich habe geglaubt, Sie strecken das ypsilaterale Bein. Ja, voll natürlich, ja. Danke. Sie beugen das ypsilaterale Bein, Sie strecken das kontralaterale, also das E, A, B, C. Also E auch nicht. Der Schmerzreiz am Fuß führt zu einer monosynaptischen Hemmung des kontralateralen Beuges. Nein, es ist eben polysynaptisch, wie er da dargestellt sind. Also genau, A und B und C. Also Bauchhautreflex, das macht sie auch. Das ist eben überstreicht von lateral nach medial die Bauchmuskulatur und dann wird es eben mit einer Nadel, ja, aber nicht so stark, weil sonst ist so euer Partner nicht sehr zufrieden. Und jetzt, was wird passieren? Es kommt zu einer Kontraktion, das heißt, man unterscheidet auch drei Abschnitte, obere, mittlere und untere Etage. Und der Kornealreflex, das macht sie hoffentlich auch nicht, also ich würde das nicht machen wollen im Praktikum. Also ihr tut es mit einer Watte dann ins Auge fassen, sodass es eben registriert wird, nämlich über den Nervus trigeminus, also über den fünften Hirnnerv, nämlich über den oberen Ast, der Nervus ophthalmicus und der, was wird jetzt passieren? Der Nervus ophthalmicus wird jetzt eben den Hirnnervenkern von beiden Seiten aktivieren, des Nervus facialis. Das ist eben der Gesichtsnervmuskel. Und
Der siebte Nerv führt jetzt eben zu einer Kontraktion des Musculus orbicularis oculi und der ist wichtig für den Lidschluss. Das mache ich so. Also ich habe jetzt die Antwort, gell? Ja. Also was wird denn passieren, wenn ich jetzt den Patienten, es kommt nicht zum Lidschluss. Jetzt werde ich was fragen. Haben Sie das gespürt, diese Watte im Auge? Ja oder nein? Wenn er sagt, ja, ich habe es gespürt, aber es schließt trotzdem nicht, dann wird es ja wahrscheinlich eher der er hat es gespürt, also wird eben der efferente Schenkel betroffen sein. Und er hat es nicht gespürt, wird der afferente Schenkel betroffen sein. So. Das ist jetzt wir sind jetzt schnell. Also das ist hier das Letzte. Die Vorwärtshemmung, die haben wir schon gemacht. Das ist eben die reziproke Hemmung, also die Antagonistenhemmung, die beim Patellasehnenreflex vorgekommen ist. Laterale Hemmung haben wir auch gesehen. Deszendierende Hemmung, die noch nicht können, sind wichtig für die Schmerzwahrnehmung. Und Rückwärtshemmung ist das Letzte, was wir machen, und da seid ihr erlöst. Also, ein Beispiel für die rekurrente Hemmung sind eben diese Renshaw-Zellen. Und die repräsentieren eben Interneuronen, hemmende Interneuronen. Und was wird passieren? Das Motoneuron wird jetzt eben auch über kollaterale auch das inhibitorische Neuron aktiviert und das wiederum inhibiert mir jetzt eben rückwärts, also rekurrent, über GABA und Glucinausschüttung jetzt das Motoneuron, von dem es zuvor aktiviert wurde. Und das ist eben wichtig für diese feine Modulation und auch um eine überschießende Muskelkontraktion entgegenzuwirken. Und kann auch supraspinal innerviert werden und beeinflusst werden und jetzt eben bei einer Tetanusintoxikation, das ist jetzt eben die Klinik genau dort, nämlich eben bei diesen inhibitorischen Interneurone und es wird nämlich dieses Nährkomplex angegriffen, zerstört, sodass es nicht mehr zu einer GABA-Glucin-Ausschüttung kommt. Und jetzt ist eben dann, kommt es zu einer Daueraktivierung der Alpha-Motoneurone, das heißt Kontraktion, und diese Klinik entsteht dann eben mit diesem Tetanus-Zeichen, also mit einem Krampf der Streckmuskulatur, dieses Risus Sardonicus. Und jetzt das Letzte, weil ihr das auch können müsst für das Neuro-Seminar. Ich bin auch schon müde. Also, was wird jetzt eins sein und nicht weiterblättern? Eins, welches wird sein? Was wird das sein, was die Acetylcholin-Freisetzung hemmt? Botulin und Toxin, dankeschön. Und jetzt zwei, Angriff auf den, also zwei oder drei, wie auch immer, sagen wir jetzt die Autoantikörper, was ist das? Myasthenia gravis und was sind jetzt zum Beispiel Antagonisten? Antagonisten. Das Tubocurarin und das Succemetonium ist eben ein Depolarisierung des Muskelrelaxants. Das müsst ihr auch können. Und die Acetylcholinesterase kann eben über Neostigmin gehemmt werden. So, jetzt habt ihr es.